Mein kleiner Impulsvortrag ist, habe ich jetzt Werkzeuge für den biointensiven Gemüsebau genannt. Ist mir deswegen wichtig, weil durch den vorigen Vortrag sollte auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir zurück zur reinen Handarbeit wollen, dass wir alles per Hand machen wollen, weil wir auf den Traktor verzichten, weil wir vielleicht mit dem Einhackstepper ein bisschen fahren, aber ansonsten müssen wir hacken und sind quasi ersticken in der Handarbeit. Es gibt einfach richtig viele interessante, innovative Lösungen schon für handliche Technik. Leider noch nicht viel in Deutschland. Da bin ich auch deswegen hier vorne, weil ich hoffe, dass vielleicht ein Werkzeugentwickler hier mit im Publikum sitzt oder jemand, der einer wird, weil das braucht es irgendwie. Also wenn ich auf gewisse Techniken verzichte, auf schwere Schlepper und so weiter, es ist einfach wahnsinnig hilfreich, Technik zu haben, die mir die Arbeit erleichtert, die aber auch leicht ist und klein ist, und ich habe das Gefühl, dass auch ein Bereich, der irgendwie vernachlässigt ist. Deswegen ist er jetzt hier. Genau, es sind viele Geräte, die habe ich, mit denen habe ich nicht, ich habe nicht mit allen Erfahrungen, ich habe viele im Einsatz gesehen, einige in der Hand gehalten und möchte einfach nur vorstellen, das sollen Impulse sein und Ideen und einfach auch so ein bisschen zum Experimentieren anregen, weil es eben auch anders geht als mit Schleppern und mit größerer Technik. Genau, viel von der Technik ist im Moment aus Nordamerika. Okay, genau. Und ich habe es ein bisschen gegliedert in die verschiedenen Aspekte, die auf einem Hof existieren. Das habe ich vorhin schon erwähnt, ich mag jetzt nicht wahnsinnig in diese Einlagsgeschichte reingehen, da gibt es wahnsinnig viel, aber die Hügelbeete, da war ich immer so am Überlegen, was will ich das überhaupt machen, wenn ich da unten am Gewächshaus einen Hektar Garten habe, wie können wir Hügelbeete schaffen, und das ist eben ein leichtes, sehr einfaches und gar nicht so teures Werkzeug, ein Häufelpflug heißt es. Ist wie eine Art von schraubenartiger Fräse, die Erde zur Seite wirft, die seht ihr da vielleicht annähernd, und du kannst in wenigen Minuten Hügelbeete erstellen. Und ich habe es vorhin auch schon mal kurz erwähnt, man kann Gründungen mit Einhäufeln, oder die wir vorher abgedeckt haben, Einhäufeln draufpflanzen, also ich befahre das Beet gar nicht. Ist natürlich eine technische Lösung dafür, aber ich kann das Beet ohne zu befahren pflanzfähig machen. Das sind Sachen, mit denen habe ich noch nicht experimentieren können, aber da freue ich mich dieses Jahr, dass wir da weitergehen können in der minimalen Bodenbearbeitung ohne Traktor. So viel zum Häufepflug. Und man sieht auch dann, die Wege sind in dem Fall erstmal brach oder frei. Da gibt es interessante Ideen, die mit Hackschnitzel zu füllen. Habe ich selber auch nicht ausprobiert, aber quasi Hackschnitzel und eine Art von Kompostierung in den Wegen. Und wenn ich dann quasi nach 2 Jahren wieder die Hügelbeete anlegen muss, wir den Kompost quasi auf die Beete hoch häufeln. Aber fand ich einen interessanten kreislaufartiges Prinzip. Und ich habe quasi die ganzen Säfte, alles was quasi auswäscht oder auswaschen sollte, ist in den Wegen, und ich kann es wieder hochhäufeln. Ein kleiner Impuls noch. Thema flache Bodenbearbeitung. Das ist, finde ich, ein ganz interessantes Gerät. Ist vielleicht so das leichteste und kleinste, was es da mal gibt, wenn unsere Böden meistens sind, dass wir mit einer, das ist ein bisschen dunkel vielleicht, das ist eine Art von Fräse, also innen drin unter dem Kasten ist eine Art von Fräse, das sind kleine Zinken, und das ist eins von einigen Werkzeugen, die es mittlerweile gibt, die mit einer Bohrmaschine betrieben sind. Und das eben so, das hat jeder am Hof, das ist leicht, und ich brauche quasi keinen Motor für jedes, also ich brauche keinen extra Motor, keinen eigenen Motor für jedes Werkzeug, und da finde ich eben der sogenannte Tilther, so heißt der. Wie heißt Tilther, wie Tilling auf Englisch, und dann T. Wir können mal E-Mails austauschen, und dann können wir vielleicht auch mal solche Sachen teilen, weil es auch Quellen gibt oder Listen dafür, wo ihr das nachschauen könnt. Können wir gerne dann machen. Das arbeitet nur ganz flach, das ist also sozusagen minimale Bodenbearbeitung, aber noch maschinell. Arbeitet nicht wahnsinnig viel Grünmasse ein, aber vor allem kann es nach einer Lockerung ein Saatbild erzeugen. Das ist dafür ein ganz interessantes Werkzeug. Und irgendwie träume ich davon, mit einer elektrischen Rückenspritze und einer Einspritzung von einem Ferment kann ich dann im Endeffekt, könnte ich damit auch Fermente auch in den Boden bringen. So, das wäre was so im Sinne von der grünen Brücke. Eine interessante Technik. Das nur ganz kurz, bin da nicht der Riesenfan von Mulchfolien, gibt es natürlich auch biologisch abbaubare Mulchfolien, aber es gibt eben auch handgezogene Versionen davon für größere Gärtnereien, die damit arbeiten. Erfordert natürlich einen sehr lockeren Boden an der Seite, aber es ist einfach ein ganz einfaches, handgezogenes Gerät, was den Job erledigt. Wir haben sie auch per Hand schon verlegt, das macht dann keinen so Spaß.
Genau. Dann sind wir beim Thema Aussaaten oder beim Thema Säen etc. Und das ist, finde ich, auch wieder so ein, das kann man sich selber bauen, das nennt man einen Vacuum Seeder, das ist sozusagen ein Staubsauger-Aussägerät. Das ist eine Art pneumatische Sämaschine zum Handsäen. Der Schlauch, der an der Seite rausgeht, der geht einfach nur zu einem Staubsauger, zum ganz gewöhnlichen. Das ist eine Box oben drüber, auch einfach nur eine Box, kann man selber bauen. Und eine Lochplatte, die auf dem Topsystem ausgelegt ist. Und die saugt man, verteilt die Samen auf dieser Platte. Die werden angesaugt durch den Staubsauger. Und wenn ich dann quasi den Staubsauger abschließe, oder es gibt da eine Klappe bei einem käuflich erhältlichen, dann fallen die Samen raus und ich habe sie auf dem Topfsystem liegen. Und das erleichtert halt kleine Gärtnereien wahnsinnig schnelleres Aussäen. Das ist. Das kannst du mir mal schicken. Was? Das kannst du mir mal schicken. Ja, das kann man selber bauen. Ja, das ist was, das habe ich nicht erwähnt, aber das ist halt, das gibt es alles in Nordamerika und das kann man auch, manche sagen, kann man auch schwer schmuggeln. Das ist, genau. Wir brauchen die hier in Europa. Dann sind wir hier bei einem Gerät, das habe ich leider noch nicht in der Gärtnerei gesehen. Ich hätte es gerne mal in Aktion gesehen, weil es irgendwie ganz interessant wirkt, aber ich will es einfach erst funktionieren sehen. Und zwar ist es der sogenannte Paper Pot Transplanter, ist alles sehr englisch, Papiertopf-Pflanzgerät. Und das ist eine Art Papiertopfsystem, in das gesät wird. Das sind ganz kleine Taschen aus Papier, die miteinander verbunden sind, in einer Art von Schlangensystem. Und ich stecke die ersten Pflanzen, muss ich quasi feststecken mit einem kleinen Ast oder sowas. Und dann ziehe ich einfach lang und pflanze diese Reihe. Und es kann wahnsinnig schnell gehen. Also es gibt auch Videos online, die gerade von so Babyleaf oder Salatmischungen oder auch rote Beeten. Ich muss relativ früh pflanzen, das Glas sind ganz kleine Töpfe, aber es geht richtig, richtig schnell. Also das finde ich auch einfach nur so als eine Idee, eine ganz einfache Pflanzmethode. Das ist unschlagbar in der Geschwindigkeit im Vergleich zum Handpflanzen. Und wieder ist dann, ist die Schlange schon gefüllt mit Laub der Pflanzen oder mache ich das beim Laub? Nein, ich sähe direkt in diese, das ist quasi ein Topfsystem, also wie ein normales Topfsystem, bloß dass ich kleine Taschen habe, die geöffnet sind. In denen ist Erde drin und ich sähe da rein und die sind alle miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich gesät habe, ist es fertig, ich tue es nur noch auf das Gerät, stecke die erste Pflanze fest und der Rest, der wickelt sich dann ab. Kann ich nur empfehlen, mal ein Video anzuschauen. Paper. Die Namen können wir später noch austauschen. Genau, lass es alles später austauschen, vielleicht könnt ihr auch gerne mitschreiben, das können wir dann noch später verschieben. Ganz kurz, leichte Sähtechnik, wir verwenden viel die Sempner-Sähmaschine, ist halt super schwer, ist zuverlässig irgendwie, aber es gibt halt auch ganz leichte Sähtechnik und hier, die lässt sich auch als Einzelsähmaschine kriegen, das Jung-Sägerät, aber einfach auch für größere Gärtnereien 6-reich säen, also du kannst 6-reichen Beet im 0,x besäen. Es gibt einfach, nur so als Impuls, es gibt sehr viel leichte, auch kleine Sähtechnik. Und ich habe vorhin von den 12-reichen Möhren gesprochen, man braucht natürlich auch dementsprechend Sähtechnik, ich kann nicht mit einer Sempner 12-reihen Möhren auf dem 75er Beet hinkriegen, da verschiebe ich jede Reihe. Das ist ein 6-Reihen-Sägerät, gibt auch ein 4-reihiges in Deutschland schon. Und genau, man sieht dahinter, also die Pflanzen kommen nicht so raus. Aber das wäre die nächste Entwicklung. Ja, genau, ja. Das große Geheimnis. Genau, einfach so viel zu den Saatdichten eben auch, ne? Babyleaf, Möhren. Solche Geschichten, Asiasalade. Und Herathaken sind sicherlich vielen bekannt, ist nichts Neues, aber es gibt, also ich bin über eine Vielzahl von neuen Anbaugeräten gestoßen, das ist im Endeffekt wie ein kleiner Hohlschutz, eine Hohlschutzhacke, beziehungsweise wenn man so umdreht, ist es ein Häufler. Einfach nur als kleines Beispiel davon, das ist eine französische Herathacke, die eben ganz in diesen dichten Beständen arbeiten kann. Also man muss, wenn man dann doch hacken muss, also man muss nicht jäten, aber man muss dann doch mal hacken oder mal häufeln bei den Möhren und das lässt sich eben in diesen engen Beständen ganz leicht mit der Radhacke machen. Ich glaube, da hatte ich nicht. Ne, genau. Ja, hier nochmal, es ist ein bisschen dunkel, aber es gibt sogar ein Häufler oder eine Art von Scheibenecke für die Radhacken, also das ist für alle, die gern Boden kultivieren, der Hand. Oh ja. Dann auch bekannt, aber einfach leicht und einfach, also so ein Abflanggerät wird wahnsinnig viel benutzt in den kleinen Gärtnereien, einfach um diesen Erdedruck niedrig zu halten. Also einmal ab, also ich spare mir einfach wahnsinnig viel Arbeit, wenn ich clever abpflanze. Das ist, ja. Das ist mein persönlicher Favorit, der, wenn alles gut läuft, bald hier am Tempelhof ist. Das ist ein
sogenannte Greens Harvester, also eine Erntemaschine für Salat, für Babyleaf-Mischungen und Salate, Blattsalate, jetzt ist es. Und das ist, eigentlich müsste man ein Video sehen, aber es ist eine Art von rotierender Bürste, eine ganz leichte Bürste, die dieses Grüne mit den Fingern. Und die dreht sich, wird angetrieben durch diese Bohrmaschine an der Seite. Und unten ist eine Art von, im Endeffekt ist es wie ein Balkenmäher. Das sind zwei eher aus der, ich glaube, aus einer Metzgerei oder sowas. Also so Metzgermesser sind das, die dann sich unten bewegen. Und das hat sich sehr bewährt in den meisten Gärtnereien. Also wir haben fast keine Gärtnerei gesehen, die sie nicht benutzt, weil es einfach das Erntetempo, gerade von Salatmischungen, um bis zu das Vierfache beschleunigt. Also das kann man nicht schlagen per Hand. Das ist wirklich ein riesen Effizienzgewinn für viele kleine Gärtnereien. Und macht gerade diese Salatmischungen so lukrativ, damit die sich davon, also das ist die Salatmischungen sind ein essentieller finanzieller Punkt für viele von den Gärtnereien, weil sie eben in die Städte vermarkten, abgetütet, gewaschen, also da geht es dann auch um die Direktvermarktung. Da ist die Maschine einfach ein richtig interessanter Baustein. Und auch, also es ist super leicht, es ist einfach ein bisschen Alu, ein paar Messer und ein Stück Stoff, wo hinten der Salat reinfliegt. Eigenbau, ich finde ich super interessant, also das, wenn Salatmischungen, das ist eine Waschmaschine umgebaut innerhalb von einer Stunde zu einem, damit kann ich Blattsalate schleudern. Es ist ein Timer oben dran, das fängt sich an zu drehen. Ich fand es ein bisschen, wie ich das Ding das erste Mal bedient habe, fand ich es ein bisschen gefährlich, weil es halt offen ist und es dreht sich halt schnell, aber es, innerhalb von Minuten kann ich größere Mengen Blattsalate waschen. Also es ist eine sehr effiziente Art und Weise, Blattsalate zu waschen, zu schleudern und dann abzupacken. Und es gibt auch ein Video einfach online, wo man weiß, welche Waschmaschine braucht man dafür, wie kann ich sie umbauen, das wurde alles dokumentiert. Also ist alles frei erhältliches Wissen, das ist nichts Patentiertes. Und das einfach nur als kleine Idee noch. Es gibt auch kleine elektronische Bauteile, die eine Klimaanlage einfach umbauen zu einer Kühlzelle. Also ich kann eine Klimaanlage dann dadurch auf 1 Grad oder 0 Grad runterfahren und kann dadurch einen isolierten Raum runterkühlen. Also es sind viele Gärtnereien, die einfach gucken müssen, wie kann ich meine Kosten senken, gerade wenn ich gerade anfange mit einer Gärtnerei oder im Starten bin. Und da finde ich das einfache und günstige Bauteil total interessant, um sich einen Kühlraum zu basteln. Ja, genau. Ich bin jetzt auch extra schnell durchgegangen, ich mag mich jetzt gar nicht so viel an Maschinen aufhängen, aber einfach so Impulse für so kleine Technik und vor allem will ich Mut machen, auf den Traktor zu verzichten in kleinen Gärtnereien. Also ich merke selber, wie vorsichtig ich bin in der Gärtnerei, hier den Schritt zu machen und letztendlich macht es wahnsinnig Sinn. Gerade wenn ich so viele Beispiele sehe, wo es funktioniert, wo da kein Hokuspokus dran ist, wo einfach Familien von der Gärtnerei leben und es funktioniert so auch ohne Schlepper. Und genau, das vielleicht als abschließendes Wort. Gibt es noch Zeit für ein paar Fragen? Genau, 5 Minuten Zeit für ein paar Fragen, das heißt 2,5 Fragen. Ich weiß, wer die letzte Frage stellt. Okay. Also, 2 schnelle Fragen oder 3 schnelle Fragen. Und genau, Namen und so weiter können wir jetzt später austauschen, nur dazu. Bei dem Abflammen. Ja. Wie tief geht die Wärme? Was passiert mit dem Bodenleber? Das ist ja eine generelle Abflammenfrage wahrscheinlich. Also letztendlich geht es darum, nur die Bodenoberfläche kurz zu erhitzen. Und ich weiß nicht genau, was mit dem Bodenleben passiert. Sicherlich, die ersten Millimeter wird das Bodenleben sicherlich eingehen, weil die Pflanzen dort auch sterben. Aber das ist der generelle Kompromiss beim Abflammen, ja. Also das andere ist, die Hitze geht sicherlich nicht wahnsinnig tief. Also habe ich jetzt keine wissenschaftlichen Daten zu, aber es geht darum wirklich nur, du läufst relativ schnell mit dem Abflammen. Ich weiß nicht, wenn man abflammt, man geht sehr schnell und letztendlich sollen nur die Keimlinge, du flammst ab, wenn Keimlinge da sind. Das heißt, du flammst nie große Pflanzen ab, wo du langsam hinflammen musst oder so. Das ist jetzt... Ja, gärtnerische Praxis beim Abflammen. Ja. Ja. Nächste Frage. Hast du eine deutsche Quelle für ein gutes Grillinett? Ich habe da nämlich schon recherchiert. Das wollte ich auch fragen. Ja, ich habe. Es gibt gute Sachen aus den USA, aber da kostet dann der Versand irgendwie dreimal so viel. Weil sie Tonnen wiegen. Ja, ich habe bloß als Antwort, und hier gibt es auch noch eine Idee, ich habe einen schönen Plan, ich habe den selber gezeichnet von einem Bild von einer amerikanischen und habe die Maße drauf und ich habe jetzt eigentlich die ganze Zeit einen Schlosser gesucht, der es mir schweißt und vielleicht schweiß ich es jetzt einfach selber, weil ich keinen gefunden habe. Da kann ich was zu sagen, also ich habe eine dabei. Aha. Ich habe jetzt selbst eine gebaut oder bauen lassen und ich kann es auch gerne nochmal hochholen. Bitte, ja. Das wäre was. Ahnung.
Das ist ja was für meine nächsten Wochen tatsächlich. Also zum Mittag, also beim Mittagessen holst du sie mal. Die Gabel, ja? Beim Mittagessen. Okay, super. Ja. So, Zeit, was habt ihr Zeit? Haben wir, ja, haben Zeit. Ich jetzt mal meine zwei Fragen. Es ist ja jetzt, wenn man umstellen will und ich sage jetzt mal, wir haben jetzt einen Hektar und wir haben jetzt die Maschinen. Ich habe mir schon immer Gedanken gemacht, ob man mit einer Seilwinde auch was machen könnte. Gibt es da Erfahrungen schon? Ich habe leider gar nichts dazu gesehen. Also bis jetzt auf den Gärtnereien, wo ich war, habe ich noch nichts dazu gesehen. Ich habe nicht viel dazu gelesen. Also da kann ich dir gar nicht weiterhelfen. Ja. Ja. Oh, Frage. Keine Frage, keine Ahnung. Oh, oh. Okay, gut. Dann geht's weiter. Vielen Dank, Sebastian.